Meine Fratte hat morgen nur Platz. Denn Tritze, lange Sketche, Anekdote oder Witze, die ich die Kinder jetzt hier vier führen. Und Philipp, Katharina, Jennifer, Sabrina und Niklas fangen an. Und erzähle euch ein kleines Sketch, wie es früher war, wo die Lied noch nicht so viel hatte und noch alle uns am große Dippe gegassen haben. Kommt ihr bitte? Ein bitte euch für die Zuschauer, ich muss wirklich sehr leise sein, weil die kein Mikrofon haben und da ist es mit dem Verstehen ein bisschen schwierig. So, tut richtig gut. Bäh, da ist ja Muskeln. Kelle. Du hast aber doch dafür. Wenn man das jetzt, da wird es mir ganz anders. Ey, schlafe, die ganze Minute und doch dann noch so ein Alter. Projekt, wo die Muskeln nicht geworden sind. Als ich heute vom Schlaf erwachte, hörte ich kein Glück. Es ist ein Kritz mit am Sommer denken. Es bringt nichts in den Kopf. Schon seit 4 Wochen habe ich mich geblockt und habe im Bereich Tischbrüche gelandet. Und jetzt macht mir so Schande und Konz mit. Mutter, das ist gar nicht wahr. Die Mädchen, die hergegangen sind, dort sind zu mir gesorgt. Wo soll ich jetzt hast du gesorgt? Da ein Knopf hat ich Geburtstag. Und dann musst du dann für Sprüche aufsorgen. Und dann hast du mich einmal auf ihn gesorgt. Oh, was soll ich nur hier lassen mit dem Dauerrosatik? Da habe ich von seiner Halle knapp geschwatzt, wie ich hier in dem Korb war. Und es hat gemeint, ich hätte von euch geschwatzt, wo ich so groß hochachtet, wie es immer ich von. Ja, du hast es gesorgt, aber dadurch hast du gemeint. Als Mulz, ich nahm ich nehme mit. Karl, er weiß, wie ich euch schätze. Und ich wollte, dass er euch gratuliert, von euch dort zu sein. Er wisst ja, mein konnte nicht so weh mehr wollen. Aber ich habe gesorgt, dann Karl muss ich gewaschen mit rein.
Ich hätte euch lieber Wiener Würstchen mitgebracht. Aber nach Wien zu fahren, das war mir doch zu warten, wie sie wie. Und so habe ich nur von unserer einen mitgebracht. Hier ist die Wurst. Der war sich selber nicht, als der sich nicht mitbringt. Die Wurst ist immer gut drin. Ach, geil, Mann. Das ist doch die Wurst von unserer verreckten Sau. Du hast doch gesorgt. Rosalchen hast du gesorgt. Dann alle Knochen nahmen mir die Wurst mit. Da weiß ich schon von, da konnte ich ja an. Ach, was denn ich mir geschlafen habe. Weiß der Himmel, wo das Geld das wieder gewonnen hat. Mein Verreck ist überhaupt kein Zeug. Das kommt bei meinen vier. Ist eine Sauberfrau. Und die Wurst fand ich extra für euch hochgeworfen. Ich dachte mir, ist die Mund als Rosalchen. Ja, ja. Und hey, habe ich noch ein Kante voll Raum mitgebracht. Wir haben so Schäferts Milch daheim. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, mein lieber Mann, dann kann man sich ein Kännchen voll Raum mitbringen. Hier ist der Raum. Never trinke ich den Kaffee schwarz, als der sich nur mitbringt. Das ist doch der Raum, oder? Wo die Mus drin ist. Du hast zu mir gesorgt, Rosalchen hast du zu mir gesorgt. Der Raum nahm mir dann alle Knochen mit, da konnten wir trinken. Ach, was mache ich nur mit dem Freckgedenk, Deschan? Es ist gar nicht wahr, was man hitzetags wie Lust mit seiner King hat. Und wie die Gelier kommt, ich weiß gar nicht, wo die das her hat. Karl, nahm mir schnell für Evil, es ist halt nicht so angeschlossen. Und hey, habe ich noch einen Blumenstrauß mitgebracht. Da habe ich mir erst beim Gärtner gekauft und dann hat er bestimmt Eier frei. Das ist aber ein schöner Blumenstrauß. Eva Mutter, du hast doch zu mir gesagt, Rosalie, ich sag ja deinem Schullehrer nicht davon, dass ich nachts so mit unserem Garten Blumenstück bin. Jetzt hau ich dir aufs Mund. Jetzt schickt mich aber, du verlorene Dummdenk. Wenn wir jetzt reinkommen, geht es doch immer im Stagge, das soll nicht da. Ich muss jetzt fort, ich komme, ich nehme mir los, die Zahn mit dem Besenkäse. Und ich wollte so gerne schön das Kaffee mit euch trinken. Jetzt bin ich blamiert für die ganze Lied. Ach, wahrscheinlich gleich mal, ich denke. Na, ich geh nicht mehr heim. Du hast die Sonne, geht mir etwas. Ich will ja bis heute, ich bin ein Zockerstall. Lukas und der Thomas, die führen euch jetzt ein bisschen Lied geschwatzt. Wir sind durch vier. Durch nicht lang, aber wir sind durch. Stellt euch bloß mal vor, bei der Schalter haben sie die Maschine gekommen und haben 1000 Mark mitgenommen. Was? 1000 Mark? Jesus, Mädel, da hätten wir uns ja direkt schämen, wenn sie mal bei uns die Präsidenten. Alle knallen, die sich in der Wirtschaft bringen, Klaus Bier und trinken in der Halle. Ja. Wir sind ja schon so alt und irgendwann muss man sterben. Es ist ja nur Stroh zu machen. Man muss halt einmal tot bleiben. Ja, aber komisch gefehlt, muss es doch sein. Ja, da will ich dir reicht gar. Wenn ich so Moritz und Wattlock und wär tot, ich gleich, dann wär ich nur. Ja. Kunstmesch gleich. Jedes Mal, wenn ich mir die Fest wasch, da wär ich ganz schwermütig. Ja, fremde das? Ja, da danke ich jedes Mal. Du bloß die Zieten gatt. Jetzt ist schon wieder ein Jahr hin. Manchmal eine Frau oder auch ein Mann nicht entscheid kommt. Frau, mach das du fortkämpft, das wär zieht. Ja, ich kenn jetzt. Was meinst du denn? Soll ich einen Scher mitnehmen? Ist kein Tragegar. Dann nahm halt mit. Ja, aber eigentlich stört er mich ja am Burschgericht, weil ich mir Namen schreiben muss. Dann lass ihn halt da. Da hängen wir jetzt drehen.
vielleicht rannst doch noch. Dann nahm halt mit. Im Zyklus sind vielleicht Stämme, wo ich doch so verkalkt bin. Da lass das Schiss, denk doch daheim. Ja, aber weißt du, wann ich jetzt oben von der Bohailob so im Dunkeln ist doch gefährlich. Ich kennt ihn da gut gebrucht, weil mich einmal überfällt. Kalle den Namen doch mit. Was meinst du denn? Du schäftest es ja auch nicht mehr. Das ist ja nicht, dass wir am lieb sind. Da lass ihn doch da. Trotzdem, ein Scherm ist ein Scherm. Beim Stahn ist mein Kleid nass, wo ich das Schäkleid schon 50 Jahre gut geholfen habe. Dann nahm doch mit. Da hängen wir jetzt alle. Ich klein, mir kann hinten noch ein paar Schelle da. Da lass ihn doch da. Und voll werden die alle Sachen wieder gesorgt. Vielleicht käft mir so einer mit Antiquitäten-Scherm ab. Dann nahm doch mit. Aber auf der anderen Seite ist das so. Der Scherm ist noch von meiner Mutter. Der, der das nicht reicht, weil ich ihn verkälte nicht. Da lass das all denk doch daheim. Und voll sind so viele Heinzkinder auf der Straße, steht in der Zeitung. Wenn die an mein Kleid gehen, dann nahm doch mit. Wenn die geht aber ein Loch mit Scherm besser, was ist sie da? Da lassen halt da, sind nicht da. Aber in der Nähe Fußgängerzone ist jetzt so alle Schirm aber auch nicht drin. Er ist nicht mehr modern. Trotzdem, ein Scherm ist ein Scherm. Dann nahm doch mit. Dann nahm halt mit, dann lassen doch da. Die Kids wissen nicht, was sie wollen. In frühere Zeiten war, wo die jungen Kids gerade das erste Motorrad gekauft haben. Zwei Kids aus dem Förderland gaben gerne den Ohr. Und so hatten sie sich auch zusammen das erste Motorrad im ganzen Dorf gekauft. Dann nahmen sie dann das Müll Alkohol, wo sie alle rankamen, und wo sie alles beladen. Man hat vorher kein Gedenkt, sie werden so richtig in die große Welt halten. Und das hat einer. Von besonders kommt Frankfurt rum. Da gehen wir mal an die Tierquarte. Das soll zirkulieren sogar, wo man sich vom besten Willen mit kann viel gestellt. Wie nun der andere mondig in einer fragt. Noch, wir wollen mit dem Tiergarten. Das selbe. Diesmal hat man Pech. Wo ist gleich in dem Tag, wo wir dort waren, was sie groß und mit Igang geschrieben. So, das kam auch schon von Rüdem sehr. Da haben wir uns halt rumgetroffen und sind gleich wieder heimgefahren. Welche Projektvorführungen beginnen jetzt? Ich glaube, einige müssen erstmal den Saal verlassen. Der junge Mann war in den Tiergarten vor und habe Großschild oben drüber gesehen, Zoo. Dort hat sich gedacht, wann der Zoo Zoo ist, der Tiergarten Zoo ist, zu auf Hochdeutsch geschlossen. Dann konnte man es auch gleich wieder remgetreten, konnte wieder heimgefahren. Das muss man halt wissen, ne? Wenn man damit versteht. Jetzt kommt der Marcel und der Morismo. Und die Spiele, wo Dame und Bushaltestelle. Ach, entschuldigen Sie, wer der Bus noch? Was heißt, fährt der noch? Der fährt noch, sonst sterbe ich Schellfette. So, dann ist es ja gut, ich werde nämlich heimfahren. Und ich will ins Krankenhaus zu einem Schwab, der ist dort schon 20 Jahre. Ach, das ist ja schrecklich, was hat er denn? Wieso, was er hat? Ich meine, was ihm fehlt. Nicht? Ja, warum wird er denn nicht entlassen? Warum sollte sie der entlassen, so ein ordentlicher, urständischer Mann, den mit Schwur entlassen? Aber die könnten ihn doch nicht einfach so mir nichts behalten. Warum denn nicht? Der dort kein Mensch ist. Gegen was behandeln sie ihn da? Gegen gar nichts, du bist so gut. Und der noch behandelt, das wäre so etwas.
Ja, warum geht er dann nicht da fort? Mensch, ja, fortgehen, einfach fortgehen, der Blick, wo er ist. Die Schwester, die Frau, die der dann schon helfen. Sowas habe ich in meinem Leben nicht gehört. Was hat sie denn von einem Mann, der noch immer im Krankenhaus ist? Das ist aber komisch, Muster. Der hat was zu vor? Nein, nein, so etwas. Für mich wäre das nichts. Ein Mann, der nichts hat und der immer sich überdrückt. Ich werde euch mal so. Auch euch komisch Stachzis, ihr könnt ja gekäst was ihr wollt. Das geht hier nie und da muss. Aber kein Wort gegen den Schwur. Da wartet mir nämlich schon für Zorn gekommen. Haben sie da überhaupt nicht lassen, sonst sie komisch an. Aber damit ist es am besten, wenn Schwur ist vor hier im Krankenhaus. Ist das vielleicht nicht? Ach so, das hätte ich ja gleich sagen können. Haben sie mich dann noch erklärt? Sie haben mich ja gar nicht zu Wort loskommen. Weil ich denke, die Kusch bin gut mit dem Schwanz. Ach, hoffentlich kommt bald der Bus, dann fahre ich fort. Ich meine, euer Bus wäre schon fort, denn den ganzen Geschwätz nach seid